Ja, zwei Aspekte sind natürlich wesentlich. Das eine ist, dass wir die perfekten Bedingungen schaffen, um als Mitarbeiter dort an dem Standort dann auch tatsächlich innovativ und kreativ zu werden. Das heißt, eine Architektur, die flexible Räumlichkeiten anbietet, die jede Menge Ad-hoc-Meeting-Situationen anbietet, Kreativbereiche, aber vor allem, und das ist uns wichtig, auch Außenflächen zu jeder Nutzungseinheit zugeordnet. In den Bogen haben wir sehr große Dachterrassen eingeschnitten mit Fernblick. Dort kann man also nicht nur seine Pausen verbringen, sondern vor allem auch arbeiten, kann dort Meetings abhalten und innovativ werden. Ganz wichtig dabei ist auch, dass wir auch eine Außenfläche zum Grün hin schaffen, dass wir dort Wasserflächen schaffen und auch ein Café im Erdgeschoss, dass also Arbeiten sich zukünftig auch im Büro so anfühlt wie Homeoffice. Der zweite Aspekt ist fast noch wesentlicher aus meiner Sicht, und zwar, dass die Architektur selber innovativ ist und dass sie diesen Anspruch auch verkörpert und versinnbildlicht. Und das schaffen wir nicht nur durch die Architektur an sich mit dieser geschwungenen Bogenform, sondern auch technologisch selbstverständlich. Das heißt, wir nutzen das Grundwasser zur Kühlung, wir erzeugen regenerativ Energie vor Ort mittels Photovoltaik auf dem Dach. Wir schaffen es, Starkregenereignisse in Zukunft auch abzufangen, indem wir mit dem begrünten Dach das Wasser zwischenspeichern. Die Biodiversität wird hier gefördert. Es wird im Sommer dadurch auch die Luft im Stadtraum gekühlt. Und ein ganz wesentlicher Aspekt ist, dass wir hier am Innovationsbogen in Augsburg die erste Fassade bauen, die zu 100% aus recyceltem Aluminium hergestellt wird.